Ich bin wieder zurück, ja! Nur kurz ausprobieren, welche Kamera besser ist. Die hier. Oder die hier. Also grafisch sieht das schon einigermaßen gleich aus, wie das halt tonmäßig aussieht. Weiß ich erst beim Schneideprogramm. Ich könnte es mir auch eigentlich angucken, aber ich habe keinen Bock. Endlich wieder schneiden kann, wieder Videos machen kann mit dem komischsten Handy der Welt. Egal, man kann endlich meine Hackpresse wieder sehen. Habe ich richtig Bock, wieder Videos zu machen. Ich wollte dieses Video eigentlich nur ankündigen, weil ich random sein wollte, aber mir fällt gerade nichts ein. Ich wollte irgendwas essen. Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so feiern, weil boah, ich bin wieder da. Ich starte so krass wieder, wie nie zuvor. Ich möchte endlich damit irgendwas aufbauen, starten, Leute, Community haben, irgendwie in die Kommentare irgendwas lesen, schöne Sachen. Ich will auch mal Hate-Kommentare lesen, wie scheiße. Das muss ich wieder cutten, dass ich irgendwie Schimpfwörter gesagt habe, weil ich weiß nicht, wie YouTube das... Man muss ja bei YouTube immer sagen, hallo meine Lieben, herzlich willkommen, hier ist ein Kinderkanal, wir wollen heute schöne Sachen ausprobieren. Oh, hier habe ich ein Tablet. Hier wollten wir heute Pooh spielen. Pooh wollte heute was essen. Er kriegt einen Burger. Oh, ein Mist. Pooh ist gerade schlafen gegangen. So ein Blödsinn. Das ist sehr doof. Wörter, ich hoffe, die darf ich auch benutzen. Was darf man eigentlich überhaupt in YouTube benutzen? Lass mal googeln. Stimmt. Boah, ich muss jetzt gerade richtig fett scheißen. Abonniert mich. Roland 1. Für so welche Qualität-Videos. Das Eis schmeckt irgendwie richtig scheiße. Und der Griff ist im Eis drin. Stabil. Na, Coco? Wollt ihr auch immer so welche Videos sehen wie jetzt? Was? Wo waren wir gerade stehen geblieben? Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach ja! Das Video sieht ja echt seriös aus. Lass mal nicht downloaden, gleich Virus. Moment mal. Wenn ich meinen Bildschirm aufgenommen habe. Ach ja, ich hab's ja schon installiert. Nicht so kompliziert Aufnahmen zu machen. Schmeckt wirklich scheiße. Sehen wir schon mal, wie man ein Handy aufnehmen kann über eine seriöse Seite. Jetzt googeln wir mal, was für Schimpfwörter wir in YouTube sagen können. So, was? So, was darf man bei YouTube nicht zeigen? Ja, das ist okay. Sind Beleidigungen auf YouTube erlaubt? Wir erlauben keine Inhalte, die jemand mit fortwährender Beleidigung oder Verunglimpfung aufgrund unveränderlicher Merkmale angreift. Also das heißt, wenn ich Beleidigungen nehme, die niemanden angreift, dann darf ich Beleidigungen in Videos nehmen. Leute, ich freue mich einfach nur, euch wieder zu sehen. Euch wieder YouTube-Content zu zeigen, was qualitätsmäßig richtig hoch ist. Coco, die genießt das auch. Na, Cookie, die genießt es. Findet meine Videos auch sehr entspannt, ne? Was? Provozier mich nicht. Bei dir nicht. Du bist die coolste Katze der Welt.
So, ich habe mein Video erstmal schräg gestellt, weil mir alles scheißegal ist. Ich wollte nur sagen, dass ich wieder da bin. Ich muss wieder so viel schneiden, weil irgendwelchen Rotz ich wieder gemacht habe. Aber für euch, Leute, für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich wieder irgendwie Lebenszeichen gezeigt habe. Das Eis schmeiße ich gleich weg. Es ist mega kalt an der Hand. Und immer noch da drin. Junge, was ist das für ein Eis, Junge? Zunächst mal eure Ordnung 1.